Ja, es geht eigentlich. Gibt ja Motorbremse, Motorbremse mit Ventil und dann fangen die Retarder an. 1 bis 5. Also insgesamt 5. Die ersten beiden ist die Motorbremse. Im Auspuff ist da so eine kleine Klappe. Wenn man dann Stufe 2 zieht, dann geht die Klappe zu. Dann gibt es einen Rückstau, deswegen bremst er. Aber beim PKW auch machen, allerdings immer der Gangschaltung. Einmal runterschalten und rollen lassen. Ganz nützlich, wenn die Bremsen versagen, Motor aus, Gang runterschalten und dann macht das Getriebe alles. Bremst das Auto langsam runter. Wenn man mal in die Situation kommt, wenn das Fahrzeug keine Bremsen mehr hat, kann man immer noch das Getriebe als Bremse benutzen. Das dauert zwar länger und ist nicht ganz schön, weil sich ziemlich beschissen anhört. Es heult dann und kracht und. Aber es ist die einfachste Möglichkeit, als irgendwo gegenzufahren, im Pfeiler oder den Abhang runter. Ja. Rausspringen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber bei 120 möchte ich das eigentlich nicht. Das wäre nicht so schön. Ich glaube auch, dass es ein bisschen weh tut. Wenn bei 120 rausspringen, dann sind wir bei GDA so einen kleinen Salto macht oder so einen Putzelbaum und dann mit der Fresse im Brett landet. Das ist nicht schön. Muss ich am Schluss die Zähne putzen hier so. Oder hier GTA. Wenn man am Auto vorbeifährt, in dem macht man die Fahrertür auf und springt raus und landet im Kofferraum. Batsch! Und der Typ steht wieder auf und läuft weiter. Nee, die Realität sieht leider anders aus. Ah, Pause springt gerade an. 4 Stunden 15 Minuten. Lenkzeit überschritten, noch nicht, aber erst in der Viertelstunde. Und wir haben noch 8,8 auf dieser Autobahn und dann noch 21 Kilometer, 24 Minuten Fahrzeit. Ja. Was haben wir denn hier? Treuen. In Treuen kann man sich auch trauen lassen. Auch seinen Augen. Trauen. Was haben wir denn da für Ortschaften, für schöne? Wie heißen die denn? Da hätten wir dann zum Beispiel Treuen, natürlich. Ne? Netzkau, Elsterberg und Köln. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Wo es da jetzt auf der Autobahn weitergeht, weiß ich nicht. Naja. Das wird uns das nächste freundliche Schild bestimmt sagen. Pöhl hieß das letzte Kauf. Pöhl. Netzschaukau. Nein, nicht noch. Netzschaukau. Ja, ich wohne im Ort Netzschaukau. Alles klar. Natürlich gibt es auch Ortschaften bei uns in der näheren Umgebung. Also jetzt nicht bei uns in der näheren Umgebung, aber. In der Nähe von Schweinfurt, da ist ein Kaff, sind wir gestern vorbeigefahren. Poppenhausen. Stöpselbach gibt es bestimmt auch irgendwo. Ich weiß es nicht. Ist mir gerade so eingefallen. Poppenhausen oder Stöpselbach. Ja, da drüben steht ein Kollege auf der Standspur und der hat. Ich habe gedacht, da ist jetzt. Ach, da steht hinten dran, steht einer. Ich habe mir doch was gedacht. Der Pannennotdienst steht hinten dran. Reifen oder Motor? Sieht eher aus wie ein Motor. Oder was anderes. Ganz gern gehen wir mal bei den alten, die Turbolader, gehen wir die Grätsche. Oder löst sich irgendwas? Das
war bei mir auch. Hatte ich dann nur noch halb so viel PS, weil sich der Schlauch vom Turbolader, irgendwas hat sich da gelöst. Waren zwei Handgriffe, aber das Ding wieder fertig. Ging wieder. Ich hab's nicht bemerkt, mir war das auch wurscht. Ich wollte an ein Wochenende. Ob ich jetzt mit 250 oder mit 500 PS durch die Gegend ziehe, ist doch hier egal. Hauptsache die Kiste fährt und das war auch hier Winter. Das war von Dortmund Richtung Würzburg. Von der Firma Fiege Reifen haben wir da transportiert mit unseren Aufliegern von der Fahrstunde. Ja, Fiege. Von Dortmund da in der Nähe. Also Fiege, nicht Fliege, Fiege ohne L. Bergchen erklimmen. Ich werde mal kurz aussteigen und Schieber helfen. Naja. Bei 80 km/h soll ich das lieber lassen. Haben wir denn hier? Schau mal. Guck. Oh. UNESCO. Nein, nicht UNESCO. Freizeitpark Blohn. Aus unserem Lohn in Lohn. Freizeitpark Lohn. Auf 2 Kilometer irgendwas, zugeweht ist, ein Schild. Hat man jetzt gar nicht lesen können. Da ist noch so ein Schild, das ist ein Kilometerschild. Kannst du auch nicht lesen. Entweder 6,1 oder 61, noch was. Reichenbach, da möchte ich auch gern wohnen. Reichenbach, 1 Kilometer. Da müssen wir sogar runter. Lengenfeld hier und Lengenfeld bei Würzburg. Das Schild kann man lesen, Polizei in, brauchen wir nicht. Okay, was haben wir denn hier? Greiz, Lengenfeld, Rotewisch, Reichenbach, Zwickau, West. Kurve aus. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig, ja? Lass ich die Maschine ein bisschen rollen. Und unten fahren wir dann rechts nach Reichenbach. Nein, ist es wahr. Jetzt komme ich ja doch nach Reichenbach. Ein Wunsch wird wahr. Ein Traum erfüllt sich mir. Greiz, 12 Kilometer. Geiz und Reichenbach. Nee, Greiz. Naja. Oh, hier kann man schön unter der Brücke schlafen. Das ist viel Platz. Wenn man Lust und Laune hat, natürlich.
60. Ich fahre ohne Tempomat. Ist nicht so quer. Oh, da steht ein Wohnwägelchen. Abgemeldet? Oh, abgemeldet. Schade, dass ich keine Anhängerkupplung habe am Anhänger. Am Anhänger eine Anhängerkupplung für einen Anhänger. Dann würde ich jetzt noch Anhänger hinten nachhängen. Unter Heinsdorf. Aha. Was für ein Heinz? Thermorphin. Ich kenne nur Morphin. Schneidenbach. Also, die haben hier einen Käfernamen. Schneidenbach unter Heinsberg. Ich liebe es. Geradeaus. Da springe ich lieber von der 300 Meter Brücke, als dass ich da reingehe. Keine 10 Pferde kriegen mich da rein, ne? Mal rückwärts mit dem LKW. Obwohl es ja nur Spaß machen würde, mit so einem riesen Geschoss mal rumzufahren und zu fragen, ob sie was zu fressen für mich haben. Nee, lieber nicht. Alaunwerk, was ist denn das? Thermorphin? Aufgehoben, das ist schön. Ich gammel ja nämlich gerade mit 50 durch die Gegend. RC Ost, Werder, Zwickau, Brücke, Kreizer Straße gesperrt. Das interessiert mich eigentlich herzlich wenig. In 310 Meter geht es so rechts weg. Und ich war gerade 53. Werder, Zwickau müssen wir runter. Oh, es geht eigentlich. Greift gut. Sieht gut aus. Aber ich fahre trotzdem langsam rein. Irgendwas sitzt gerade auf meiner Hand. Imaginäre Fliege, hau ab. Kitzelt gerade so schön. Nicht doch. Na gut, dass es nicht glatt ist, sondern nur ein bisschen Schnee bedeckt. 4,9 und 9,6 komplett. Ich muss aufpassen. Nein, es kommt nichts. Bleibt schön auf eurer Spur, kommt bloß nicht rüber, ey. Ich habe keine Möglichkeit zum Ausweichen. Und die Brücke runterspringen werde ich ganz bestimmt nicht. Sobald hier gelbes Dreieck aufleuchtet, weiß ich nicht, die Räder drehen durch. Dann ist Vorsicht angesagt. Muss man aufpassen. Elfter Gang, bergauf, 61 km/h, das geht schon, kann man machen. Aber Fahrzeit sieht nicht gut aus, 4 Stunden 26. Aber ich werde trotzdem nicht stehen bleiben. Weil ich kann nicht stehen bleiben. 3 Stunden 11 Minuten, 3 Uhr 11, 10 Minuten Fahrzeit noch. Wenn ich so weitermache, nicht. Oh, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Komm, gib mal weg, Gas. Schön Gas geben hier. 65 reicht. Aber noch ein bisschen Schwung. Wir sind gleich oben. Dann geht's links.
oben ist die Spur frei. Und hier fährt keine Sau. Oder weniger. Fahren da runter. Da vorne Blitz. Ist das ein Auto? Ist das ein Waldpferd? Nein, das ist ein LKW. Sieht ganz komisch aus, wenn sich das Licht im Wald bricht. Langsam, 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 langsam. Ah, da unten ist auch so ein weißer Pfosten, ein reflektierendes Auge. Das sah jetzt gerade so komisch aus, als wenn da ein Fahrradfahrer mit so einem Blitzer unten fahren würde. Oder stehen in dem Fall. Aber nein, durch die Leitplanke hat es so ausgesehen. Es irritiert manchmal etwas. Schön ist es hier. Schade, dass ich keinen Schlitten dabei habe. Kann man bestimmt gut rodeln oder so. Mal nachfinden und dann könnte man auf einer Plastiktüte runterrutschen. Oder mit dem LKW geht's auch. Jawohl, richtig. Zwei leere Brücken und dann ab. RC Ost, was ist ein RC Ost? Racing Car. RC Modellautolich oder was? Hier geht es auf jeden Fall wieder nach Werdau, Zwickau. Rechts ab. Lenkzeit überschritten. Ich weiß, ihr habt es gemerkt, oder? Ja, jetzt kommt sie auch noch daher. Da geht es jetzt einspurig weiter. Zufahrt für LKW ist frei bis bla 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 bla. 70. Ich möchte nicht, dass mich mein Anhänger überholt. War mal ein bisschen langsamer. Die letzten 4 Kilometer schaffe ich auch noch. 3,3 Kilometer geradeaus. Bin ich hier eigentlich gerade? Ey, was soll denn das? Es ist nicht nass, also darf ich rasen. Es ist nur glatt. Sechzig darf ich eigentlich nur fahren. Auf ASR aus. Wenn die Räder durch.